Get the Guy von Matthew Hussey. Get the Guy von Matthew Hussey ist eines der meistverkauftesten englischen Dating-Bücher für Frauen. Man sieht, ich habe das mit dem Urlaub gehabt, habe das letztens im Urlaub gelesen. Ist ein ganz schöner Brocken, muss man zugeben. Hat, wie viele Seiten hat es? Lass mich mal kurz nachschauen. Es hat hier 284 Seiten, aber die Seiten sind tatsächlich so geschrieben, dass es nicht darum geht, Seiten zu füllen, sondern man braucht tatsächlich auch so viele Seiten. Ich mag Matthew Hussey und seine Arbeit sehr gerne. Er kommt ursprünglich aus der Pickup-Community in England, hat mittlerweile angefangen, Dating-Coach für Frauen zu sein, macht das weltweit mittlerweile, hat auch sehr, sehr große Veranstaltungen. Ich muss sagen, dass seine Veranstaltungen, das, was ich davon gesehen habe, entspricht nicht so meinem Geschmack. Es ist ein bisschen zu amerikanisch, es ist ein bisschen zu sehr Chaka-Chaka, wir schaffen das. Also er springt auf der Bühne rum, macht und die Leute klatschen und machen so Sachen. Das macht den Frauen, die da hinkommen, sicherlich sehr, sehr viel Spaß. Es ist vielleicht jetzt eher eine amerikanische Sache, es ist nicht so die deutsche Mentalität unbedingt. Das merkt man auch in der Art und Weise, wie er die Tipps gibt. Achso, das Buch ist auf Englisch, muss man dazu wissen. Das merkt man auch an der Art und Weise, wie er die Tipps gibt. Es ist sehr motivierend, es ist sehr positiv geschrieben, das finde ich ganz fantastisch. Auf der anderen Seite ist es aber auch ein bisschen zu sehr Chaka-Chaka, ein bisschen zu sehr, wir schaffen das. Und das finde ich dann wieder nicht so gut. Insgesamt ist es ein sehr gutes Buch. Wenn du der englischen Sprache mächtig bist, ist es wahrscheinlich eines der besten Bücher, wenn es darum geht, konkret um das Thema Dating. Also weniger um das Thema Persönlichkeitsentwicklung. Das greift er zwar ein Stück weit auch auf, aber es ist tatsächlich mehr eine Art Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie du attraktiver auf Männer wirken kannst, wie du erfolgreicher mit Männern sein kannst. Wenn ich mir mal das Inhaltsverzeichnis angucke, geht es halt um so Sachen wie, dass du dir ein soziales Leben suchen sollst, das richtige Mindset, also die richtige innere Einstellung, dann die Verhaltensweisen einer begehrenswerten Frau, von einer guten Unterhaltung zu einem ersten Date, da die Vorteile von Flirten per SMS zum Beispiel auch und solche Sachen. Also da gibt es ganz viele verschiedene Sachen, die er dich lernt. Das Buch hat drei verschiedene größere Kapitel. Das erste Kapitel ist es, den Typen zu finden. Das zweite Kapitel ist es, den Typen zu bekommen. Und das dritte Kapitel ist es, den Typen zu behalten. Und das ist sein Dreiklang, in dem er sich beschäftigt, in dem er alle seine Inhalte strukturiert, sage ich mal. Sind schöne Phasen. Ein bisschen was leider untergeht, dafür gibt es aber auch andere Bücher. Das ist aber auch nicht Ziel dieses Buches, ist die persönliche Entwicklung. Also das geht ein bisschen unter, insofern, als dass ich ein großer Persönlichkeitsentwicklung-Fan bin und die Persönlichkeitsentwicklungssachen, die er hier lehrt, ist ein Stück weit, oder könnte man zumindest ein Stück weit so interpretieren, dass man Dinge tun soll, um ein bestimmtes Ergebnis zu erreichen. Also verhalte dich XYZ, damit ABC passiert. Bin ich persönlich nicht so der Riesenfan von. Ich glaube, dass ein Verhalten, das ausgelegt ist, um etwas Bestimmtes zu erreichen, immer nur die zweitbeste Lösung ist. Es wird natürlich eine Verbesserung mitbringen, aber besser wäre es natürlich, wenn du von Natur aus so wärst, wie es attraktiv wäre. Und dieser kleine Unterschied wird in diesem Buch nicht ganz deutlich, ist aber nicht schlimm, ist trotzdem ein sehr, sehr gutes Buch. Wenn du der englischen Sprache mächtig bist, auf jeden Fall solltest du das gelesen haben. Ich weiß nicht, ob es eine deutsche Version dafür gibt, habe ich, um ehrlich zu sein, nicht recherchiert, aber es ist auf jeden Fall ein gutes Buch und die Verkaufszahlen lassen sicherlich auch für sich sprechen. Ist auch ein Bestseller in den Staaten gewesen, soweit ich weiß, und von daher kann man da nur ein bisschen was Negatives zu sagen, aber ansonsten definitive Kaufempfehlung. Falls dir dieses Video gefallen haben sollte, würde ich mich darüber freuen, wenn du das Video positiv bewertest, wenn du mir einen Daumen hoch für dieses Video gibst. Es ist immer ein bisschen Aufwand, das zu machen, die ganzen Bücher zu lesen. Und natürlich würde ich mich darüber freuen, wenn du meinen Kanal abonnierst. Du kannst mir gerne in die Kommentare reinschreiben, ob du das Buch gelesen hast, was für andere Buchempfehlungen du hast, was für Fragen du hast. Lass uns miteinander interagieren und wir sehen uns in dem nächsten Video mit der nächsten Buchempfehlung wieder.